Hallo, hier ist eure Indira und ihr schaut Bad Nauheim TV. Als ich aus der Schule kam, sollte ich studieren, um mich als Professor Doktor schön zu profilieren. Doch dieses Martyrium, das ersparte mir die glorreichen Erfinder von Casting und Hartz IV. Warum denn noch arbeiten? Ich folge dem neuesten Trend. Heute ist man arbeitslos oder prominent. Und Radio? Ich bin froh, dass sie da ist und dass ihr gut geht und nicht krank wurde in dem Dschungel und dass sie alles tapfer überstanden hat, freue ich mich sehr. Ja, also nachdem wir dann am Flughafen angekommen sind, haben wir uns mit unseren Managern getroffen und erstmal besprochen, wie es jetzt weitergeht wegen der Release-Party und alles vorbereitet. Ja, und geschlafen, ja, dafür war leider keine Zeit mehr. Liebe Frau Weiher, man sollte ihr dieses Gerät beim Baden in die Wanne werfen. Dann ist sie wenigstens auf einen Schlag berühmt. Was? Ab in die Wanne. Gib ihr volle Kanne. Nein! Ab in die Wanne! Gib ihr volle Kanne! Ich find's gut, dass sie so ein natürlicher Typ ist. Sie wirkt offen und ehrlich, so wie sie auch privat ist. Also einfach ein ganz netter Mensch. Und aus Ihrer Sicht? Ich mag die Indira persönlich sehr, muss ich sagen. Ich finde ihre Art sehr nett. Wenn man mit ihr alleine ist, ist es immer anders, ganz klar wie in der Öffentlichkeit. Aber es ist eine sehr liebenswerte Person, trotz was viele sagen. So nahm ich meine Mutter nach Kalkutta mit. Zeigte mir 10 Männer, doch keiner war der Hit. Hässlich waren sie alle, da half auch nicht ihr Geld. Da bleib ich lieber bettelarm und wart auf meinen Held. Was will ich mit nem alten, dicken, blöden Millionär? Da fress ich lieber Maden, wenn's sein muss zum Dessert. Congratulations, Indira, für deine Performance heute Abend. Du hast deine CD vorgestellt. Wir durften deine bezaubernde Schwester und auch die Mutter kennenlernen. Die erste Frage nach 33 Stunden Flug und trotzdem bist du noch ganz relaxed. Wie kommt's? Ja, ich bin halt ein Profi. Mach das schon seit ein paar Jahren. Okay, auch schon zu deiner Zeit bei Broses. Damals war ich ein schrecklicher Künstler. Also ich hätte nicht mit mir arbeiten wollen, aber so langsam geht's. Blähungen meiner Frau hören dich tausendmal besser an als dieses Gesinge. Du hast eben die Premiere der Performance nicht nur zum ersten Mal miterlebt. Wie war dein Eindruck jetzt? Wie kam das rüber? Wie kam es an? Also ich denke, dass es sehr gut ankam. Also ich habe auch mal in die Runde geschaut, während sie die Single performt hat und viele lachende Gesichter gesehen. Also ich denke, das Ziel ist auf jeden Fall erfüllt. Wirst du sie auch eventuell nach Mallorca begleiten? Mal sehen. Ist denn was Besonderes geplant noch demnächst an Projekten? Habt ihr da was zusammen vor eventuell? Es ist einiges geplant, aber noch nicht so konkret. Also es ist alles noch in Arbeit. Zusammen eher weniger erstmal, aber vielleicht in ferner Zukunft. Man soll ja nie, nie sagen. Wir haben den Künstler und Designer des Dirndls von Indira. Wie kamst du auf die Idee und wie ist sowas umzusetzen? Auf die Idee bin ich selber gar nicht gekommen. Meine Kollegin oder meine Partnerin Corinna Huttner hat mir die Indira vorbeigebracht in meinen Laden in Weiterstadt. Und dann habe ich die Indira eingekleidet und ihre Tänzer. Bei dir kann man auf Bestellung maßschneidern lassen? Kein Problem, egal an was für Größen, auch für eine Otfried Fischer Größe. Ihr macht die gesamte Promotion-Tour mit. Wie lange dauert sowas dann? Ich denke mal, von meiner Erfahrung her, so 2 Wochen oder so. Es hängt immer davon ab, wann man gebucht wird oder gerufen wird für Videos, für Auftritte, für Mode, für Umziehen. Man braucht immer die Zeit. Also das weiß ich nicht genau, aber es hängt davon ab, wie der Star das jetzt haben will, wo er auftretet. Und dann müssen wir immer mit dabei sein. Also es steht noch nicht fest, wo jetzt der nächste Auftritt ist oder habt ihr schon konkrete Pläne? Also wir haben schon von Indira hat gemeint, dass sie uns gerne nach Mallorca mitnehmen möchte
Und da möchte sie ja ihre Hits singen, weil sie will ja mit Schlager jetzt durchstarten, weil das einfach, wie soll ich sagen, mehr Stimmung ist und ja, macht ihr Spaß. Und also Ballermann jetzt. Ja, Ballermann und so, ja, genau. Sachen und ja. Jetzt mal ein Tipp für unsere Zuschauer. Was würdest du denen raten, wer interessiert ist, wohin soll der im Urlaub fliegen? An die Bergstraße. Wirklich, hier kann man ganz toll Urlaub machen. Und wenn man das Land verlassen will, dann vielleicht Indien kann ich empfehlen. Also da nicht, dass ich irgendwie einen Bezug dazu habe und Indien-Beauftragte sein könnte. Nein, natürlich nicht. Aber Indien ist wirklich ganz toll. Vor allem Goa kann man schön strahlen. Ist man eine Alternative zu Mallorca. Aber Mallorca ist auch toll, weil da trete ich vielleicht dann manchmal auf. Ihr seid ja kreuzquer durch die Welt unterwegs. Deine Schwester fliegt morgen nach Venezuela? Genau, von Australien nach Venezuela, danach Kuba. Also meine Schwester ist natürlich hier die Weltenbummlerin durch ihren Job, die ist ja Stewardess. Und ich bin jetzt beruflich erstmal in Deutschland oder auf Mallorca und überall da, wo deutscher Schlager gehört wird. Wo sieht man dich jetzt demnächst, Auftritt live? Als nächstes, also ich bin jetzt bei Markus Lanz am Donnerstag in der Sendung und ja, und danach muss ich selbst erstmal fragen, wie mein Terminkalender so aussieht, weil die Heike Krambitter hier vom Pegasus, die hat ja kräftig gearbeitet und meinen Terminkalender gefüllt, aber ich bin ja, hatte noch nicht mal eine Gelegenheit, in mein Handy zu schauen und meine SMS zu lesen, also von daher bin ich ganz gespannt, was mich alles noch so erwartet. Zum Abschluss noch ein Tipp für deine Fans. Ein Tipp in Bezug auf was? Liebe Fans, vielen Dank erstmal für eure Unterstützung. Bleibt immer authentisch. Gebt einen Scheiß drauf, was die anderen Leute über euch denken. Das ist das Wichtigste, dann kommt ihr weiter. Eure Indie. Nee, erstmal Plakat, oder? Erstmal ein Plakat im Treppenhaus. Ach, das ist hier? Okay. Ja, hier. Ich weiß gar nicht, wo was hängt. Ja, hier, am Bier. Gehst du mit? Mhm. Mach ein Foto. Ich bin ja schon hinten. Jetzt sind wir an der Eingangsdüse. Ich bin eins da, hol mich hier raus.